so, hatte die Farbe Rose oder was weiß ich, an dem Event, das hat nicht gepasst. Es wird immer jemand geben, der meckert. Deswegen bemühe dich gar nicht erst. Mach es so auf dem Weg Allahs und des Prophets. Mach es so, wie die Sahabi es gemacht haben, wie der Prophet es gemacht hat, die Sahaba auch. Oder hat ein jemand eine Überlieferung, dass ein Sahabi so einen großen Saal gemietet hat und die haben angefangen zu tanzen und so Porträte von sich machen lassen und so. Aber wo haben wir diese Sachen? Von wem haben wir es bekommen? Von denjenigen, wo wir sagen, wir sind nicht wie sie. Wir sind die Kuffar. Und dann wir zeigen auf die Kuffar und sagen, ach, guck mal, die Kuffar, so lachen über sie. Wir sollten mal so auf uns zeigen. Oder wenn du mal so zeigst, musst du immer denken, dass hier drei Finger auf dich zeigen, zurück. Wenn du so machst, drei Finger zeigen auf dich zurück. So, bevor du die tadelst, sag ich, guck mal, achte mal auf uns. Weil das, was du bei denen findest, vielleicht findest du unter uns. Und das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Dass man nicht Ahnung hat, wie man eine Schwester heiratet oder welchen Weg man nehmen sollte, damit man eine Schwester findet oder eine Schwester, einen Bruder und heiratet. Und dass man keine Ahnung hat, wie man dann während vor der Hochzeit handeln soll und wie ein Hochzeitsfeier aussieht. Dass man keine Ahnung darüber hat, welche Maßstäbe man bei einer Frau setzt und welche Maßstäbe eine Schwester bei einem Bruder setzt. Und dass man gar keine Ahnung hat dann, wie man in der Ehe handelt. Und dann werden Kinder auf die Welt kommen. Und du wirst dich scheiden, weil du so Jahil warst. Und die wird sich von dir scheiden, weil sie auch so Jahil war. Und das Kind wächst von alleine auf. Und ist getrennt zwischen zwei Welten. Eine Scheidung bringt nichts Gutes mit, Brüder. Denk nicht, weil manche Brüder sagen, hey, ich heirate, wenn ich nicht kann, scheide ich mich von ihr. Was ist das denn? Ich meine, guck mal, der geht schon mit Gedanken der Scheidung in der Ehe hinein. Manche Brüder sagen, ja, ich heirate und wenn ich heirate, die Schwester, wenn ihr mir nicht passt und so, dann ich scheide mich von ihr, kein Problem. Eine Scheidung bringt nie was Gutes. Besprich mal oder setz euch mal mit Brüdern, die sich geschieden haben, ob das schön das Gefühl war, dass die Frau die verlassen hat. Und sogar auch, wenn man kurz zusammen war. Wir haben eine Schwester gehabt, möge Allah sie recht leiten. Und subhanallah, sie hat auch geheiratet und wir haben vorher Gespräche geführt. Und die waren sich überzeugt. Ja, ja, nein, ich bin überzeugt und alles. Ich habe gesagt, Taib, wir haben sie verheiratet, nach drei Tagen kriege ich einen Anruf, ja, ich will mich scheiden lassen. Ich habe gesagt, erstmal habe ich nicht verstanden, wie kann man vor der Ehe so überzeugt sein, nach drei Tagen ist alles vorbei. Es gab so Gespräche vor der Ehe und alles. Wir haben die Schwester gewarnt, ich habe gesagt, Schwester, bei Allah, es gibt ein Hadith, wenn du dich scheidest ohne Grund, weil sie hatte keinen Grund gehabt, das hieß, ja, ich mag ihn nicht, ja, ich will ihn nicht mehr, ich mag den nicht. So als... Wenn wir irgendwo draußen, weißt du, so, ja, willst du mit denen gehen? Ja, ich will mit denen gehen. Und dann nach zwei, drei Tagen sag ich, ja, ich mag den nicht mehr, ich will nicht mehr mit denen gehen. So, sag ich mal, ich habe gesagt, wenn du dich ohne Grund, weil was ist das für ein Grund? Ich mag ihn nicht. Nach drei Tagen magst du eine Person nicht und davor warst du überzeugt, bist du und geht nicht mehr. So, ich habe gesagt, wir haben der Schwester gesagt, wenn du dich scheidest ohne Grund, weißt du, dass es Überlieferung gibt, dass du Jannah nicht riechen wirst? Am Yom al-Akhirah. Kannst du Jannah nicht riechen, wenn du verlangst ohne Grund Scheidung? Nein, ja, ich weiß, aber und? Ich sag, wir haben versucht, es zu schlichten. Sind fünf Tage vergangen insgesamt oder sechs, sieben? Nein, 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 ich will mich scheiden. Hat sich geschieden. Aber als sie sich geschieden hat, hat sich auch fast von der Religion geschieden. Und ich habe die Folge, ich habe gesagt, denk nicht, dass eine Scheidung was Gutes mit sich bringt. Und das ist, wenn eine Frau Scheidung verlangt, ohne Grund vielleicht. Ein Zeichen, aber Allahu alam. Egal, die Person recht hat, aber subhanallah, danach habe ich mir gedacht, wie kann das passieren? Vorher, diese Frau war bedeckt. Ich kenne einen anderen Bruder auch, ach, der war länger mit seiner Frau zusammen. Und anderen auch, der war auch lange mit seiner Frau zusammen. Und ihre Frau war noch bedeckter als sie. Und nach der Scheidung haben sie alles verlassen. Eine Scheidung bringt nie was Gutes mit sich. Und erst recht, wenn Kinder dazwischen sind. Deswegen müssen wir Männer alles dafür tun, dass wir unsere Ehen bewahren. Wir müssen lernen, wie wir mit unserer Frau umgehen. Ich sage nicht, dass ich der Beste bin, der mit seiner Frau umgeht. Nicht, dass einer von mir das denkt. Ich sage es für mich auch, Achi. Wenn ich solche Hadithe lese, ich lese sie für mich mit. Ich auch mit Fehlern gebunden bin. Ich mache auch Fehler gegenüber meiner Familie. Aber ich sage das, dass wir uns ändern, damit wir nicht unsere Ehen krachen lassen. Eine Ehe soll beständig bleiben. Und wenn ein Bruder 7, 6, 8 Jahre mit einer Schwester verheiratet, soll er froh sein. Und nicht, dass der zweite Gedanke sein, zweite Ehe. Weil, ach, die Frage ist, ob wir zustande sind, zweite Ehe zu durchzukriegen. Weil schon mal die meisten Brüder, wenn die geheiratet haben, der zweite Gedanke ist zweite Ehe. Sie machen sich nicht Gedanken über ihre Frau. Wie können sie mit ihrer Frau zusammen lernen? Wie können sie ihrer Frau helfen? Sie mich mit zur Moschee bringen, zum Unterricht, wenn eine Schwester einen Unterricht gibt. Dann bringe ich meine Frau, dann macht ihr den Schwesternunterricht mit. Und sie lernt auch und ich behalte die Kinder. Wir haben bei uns Schwesternunterricht separat.
Und Alhamdulillah, die Schwestern sind sehr fleischig da drin, sehr, sehr fleischig. Sie lernen, sie schreiben alles mit der Hadithe. Wenn ich so schnell reden würde wie jetzt hier, sie würden sagen, hey, stopp, wir kriegen das nicht mit, wir müssen das mitschreiben. Die machen alles, wir haben bestimmt 3-4 Bücher schon durchgemacht. Bei den Schwestern und das geht jetzt fast ein Jahr lang so. Und sie schreiben sogar Tests. Und diese Tests nicht, damit jemand Lehrer spielt, nein, damit die sehen, was sie im Kopf haben, was haben sie nicht im Kopf. Verstehst du? Ach, und diese Sachen hilft ihnen. Aber was machen manche Brüder? Sie bringen ihre vor zum Schwesternunterricht. Aber sie lassen auch zwei und ein Kind bei ihr. Die Kinder lassen sie bei ihr. Und wieso die Schwester lernen und die hat das Kind am Wackeln und die muss mitschreiben und vielleicht muss sie stillen und das Kind weint, Mama, Mama, ich will das. Sie kann sich konzentrieren. Und ich habe immer den Brüdern das nahegelegt. Ich habe gesagt, wenn ihr könnt, ach, eine Stunde dauert der Unterricht, nehmt das Kind mit weg. Behalt ihr Kind, kannst du dein Kind eine Stunde behalten, kurz. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, weil ich kenne die meisten von den Brüdern haben die Möglichkeit, die sitzen dann unten in der Moschee und trinken Kaffee. Ja. Andere Brüder müssen arbeiten. So, hey, aber andere Brüder, die haben die Möglichkeit, ach, und die machen das nicht. Und die Kinder sind ganz laut und der Unterricht kann nicht fortlaufen, weil da muss man gegen das Schreien der Kinder sprechen, das muss man noch lauter werden. Und das zeigt mir, dass manche Leute nicht verstanden haben, worum es geht. Du lässt deine Frau nicht lernen. Aber stell mal vor, deine Frau macht das mit, unsere Frauen machen das mit uns. Jedes Mal, wenn es das geht, gibt es das. Stell dir mal vor, die Schwestern oben, und ich bin mir bewusst, dass die Kinder alle oben sind und die Frauen verrückt machen, dass die Schwestern alle Kinder nach unten schicken zu uns. Ich weiß nicht, wie viele Brüder ihre Kinder geohrfeigt hätten. Ja. Das ist so. Oder ihre Kinder dann anschreien. Und danach, weil die das nicht schaffen, dann sagen sie zu der Frau, bleib zu Hause, brauchst gar nicht zu kommen heute. Komm nicht mit, bleib zu Hause. Und das ist das Problem, wenn die Frauen zu Hause bleiben, bleiben die Kinder auch zu Hause. Und wenn die Frau sich nicht zu Hause weiterkommt, kommen die Kinder auch nicht weiter. Und die Kinder kennen keine Moschee. Und die Kinder sehen nicht Leute beten. Und die Kinder hören nicht Allah und Rasulullah. Sie sind nur so zu Hause, Spielplatz. Und dann werden unsere Kinder vom Kindergarten und von Schulen der Kuffar erzogen. Und dann kommt das Kind mit Laterne nach Hause, dann mit einem Weihnachtsstern, dann mit Nikolaussocke, dann kommt er mit dem und das. Und dann irgendwann hat er auch ein Würstchen mitgegessen und dann irgendwann ist ihm das passiert. Und irgendwann ist sein Kind, will vielleicht Mike heißen oder Nikolaus oder ich weiß nicht was. Ja, ihr lacht. Aber die Brüder, die Kinder haben, denke ich mir nicht, dass die lachen würden. Mal, was müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das ändern? In allen Punkten. In der Ehe, welche Schwester, welche Frau man sich aussucht. Nicht jede Schwester, wo du die Tür klopfst und die macht dir die Tür auf, ist gut für dich. Musst du sie wirklich Maßstäbe machen. Musst dir Maßstäbe machen, Achi. Und die Maßstäbe wirklich aufsetzen und sagen, bevor ich eine Schwester heirate, das. Und nicht direkt von, wenn du die sich mit Hijab steht vor dir, dass du nicht alle Maßstäbe vergisst. Dass du nur geradeaus eine Sache nur vor dir hast. Ich muss heiraten jetzt. Ich kann nicht mehr. Also kommt ein Bruder und sagt zu mir, ach, ich muss heiraten, sonst ich mache was Schlimmes. Ich würde ihn sagen, ach ja, ich bin auch ein Mann, ich kann auch was Schlimmes machen. Das kann jedem von uns passieren. Nee, er sagt, ach, ich kann nicht mehr, ja, wir können alle nicht mehr. Ja, wir müssen aber irgendwie auf Geduld haben und standhaft sein. Es muss auch irgendwo geprüft werden. Das ist das Problem. Dass man diese Maßstäbe und diese Wege nicht nimmt und dass man nicht durchsetzt. Dass man nur von Gedanken und Maßstäben der Kuffar geblendet ist. Wie sieht die Schwester aus? Und ja, so ist die dick. Wie, du sagst, ein Bruder, eine Schwester ist etwas voller. Oh nein, Bruder, keine dicke Schwester. Weißt du, wie Bruder mir das gesagt haben? Ah, Bruder, die soll nicht dick sein. Voll, ja, die verlangen, ja, ich weiß, was sie verlangen. 69-90. Ich kenne die Traumassen der Kuffar. Weil ich war mal auch in dieser Dunkelheit gewesen. Und Alhamdulillah hat mich gerettet. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich war in dieser Dunkelheit gewesen. Und ich bin von der Dunkelheit hier hingekommen.